Ja, hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch eine transparente Rückseite für das iPhone 4S zeigen. Ja, wie schon erwähnt, ich habe mir jetzt eine transparente Rückseite für mein iPhone 4S gekauft. Und in diesem Video möchte ich euch einfach die Rückseite zeigen, wie ihr sie installieren könnt und wie es dann einfach danach aussieht. Als erstes braucht ihr beim iPhone 4S einen Pentalobe-Schraubenzieher. Wenn ihr einen braucht, schreibt mir eine E-Mail, ich kann euch einen verkaufen. Dann müsst ihr nämlich die zwei Schrauben hier lösen. Geht ganz einfach, dauert auch nicht sehr lang. Wenn die Schrauben gelöst sind, einfach hier mit den zwei Daumen nach oben schieben. Dann hört ihr ein Klicken, ihr könnt die Rückseite dann abnehmen. So sieht dann ein iPhone 4S von innen aus. So die Rückseite, die könnt ihr dann irgendwo hinlegen. Und dann habt ihr hier eure transparente Rückseite mit Folie. Folie könnt ihr abmachen und das Ganze einfach dann hier hinten drauf tun. Runterschieben. Und dann habt ihr eine transparente Rückseite am iPhone 4S. Jetzt könnt ihr nur noch dann zuletzt die Schrauben reinmachen. So, Schrauben drin, dann ist alles komplett fertig. Ich kann euch ja mal eine Nahaufnahme zeigen. Ich finde, das sieht wirklich richtig cool aus. Man sieht halt dann immer das Innere vom iPhone. Einziger Nachteil, ihr könnt keine Bilder mit Blitz mehr machen. Die Bilder werden so verwaschen, die sehen nicht mehr schön aus. Cooles Feature auch noch, in der Nacht leuchtet der Display hier durch. Das Ganze kann ich euch machen oder ich kann auch euch nur das Teil verkaufen. Wie ihr wollt, schreibt mir eine E-Mail, touchbenny@me.com, blende ich hier nochmal ein, falls ihr Interesse habt an so einer durchsichtigen Rückseite. Und dann war es das eigentlich mit dem Video. Ich kann euch jetzt ja nur nochmal zeigen, wie das Ganze mit dem Bumper aussehen würde. So sieht es für einen Bumper aus. Ich finde, es sieht echt cool aus. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Dann danke fürs Zuschauen. Folgt mir auf Twitter. Gebt einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao. Hast du mein letztes Video verpasst? Kein Problem. Klicke jetzt hier auf das Video, um es dir anzuschauen.